24 Kämpfe, 24 Siege und 16 K.O.s. Das ist die erfolgreiche Bilanz von Doppelweltmeisterin im Fliegengewicht Susi Kentikyan. Ich treffe diese jetzt gleich im Boxring, also ringfrei für die Killer Queen. Susi Kentikyan, hier im Boxring, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du Zeit hast. Gerne. Was war denn heute Morgen dein erster Gedanke, als du aufgewacht bist? Ja, als ich wach geworden bin, wusste ich natürlich, dass ich zum Training muss und habe mich dann fertig gemacht und bin dann zum Training gekommen. Nach dem Training habe ich noch einige Termine zu erledigen und viele Telefonate. Jetzt bist du ja mit jungen Jahren nach Hamburg gekommen. Stammst du eigentlich aus Armenien? Was verbindest du denn mit der Hansestadt? Ja, also Hamburg ist für mich persönlich absolut die schönste Stadt, sage ich mal so. Mir gefällt Hamburg. Ich bin oft an der Alster und dort gehe ich auch oft joggen, spazieren mit Freunden. Dein Lieblingsort oder Lieblingsplatz hier in Hamburg? Natürlich mein Bockstein. Hier bin ich oft, das ist mein zweites Zuhause und ich habe ehrlich gesagt nie die Schnauze voll von meinem Bockstall, weil ich liebe es, hier zu sein und deswegen verbinde ich auch viel damit. Begegnen Sie hier mehr Jungs oder mehr Mädels? Ja, hier sind eigentlich nur Jungs. Und da kannst du dich immer gut durchboxen? Klar, natürlich. Wie machst du das? Wie holst du dir deinen Respekt? Ach, das sehen sie und die sehen ja, wie ich trainiere und ich bin Weltmeisterin. Das kommt dann automatisch. Okay. Ich verstehe mich auch sehr gut mit allen. Hast du mit Vorurteilen manchmal zu kämpfen gehabt, von wegen Frauen beim Boxen? Also ich habe jetzt nicht die Probleme, dass man mich verurteilt, dass man sagt, wieso boxst du und das ist nicht schön und solche Dinge. Also im Gegenteil, die Leute gucken mir gerne zu, weil sie auch was Spektakuläres sehen. Und deswegen freut mich das da umso mehr und dann gebe ich mir auch noch mehr Mühe, um das noch besser zu machen. Wenn du mal nicht trainierst, wo treffe ich dich dann? Also meistens bin ich mit Freunden dann spazieren oder shoppen, Kino, ja. Deine letzte CD, die du gehört hast, war? Ja, das war mein Walk-In-Song. Ja, den habe ich, glaube ich, über 100 Mal schon gehört. Was hat es genau mit diesem Song auf sich? Ja, dieser Song wurde extra für mich gemacht. Das ist mein neuer Einmarsch-Song. Damit werde ich ab sofort immer in den Ring steigen. Dein Name ist ja auch, wenn man sagen kann, dein Boxname, dein Künstler-Weltmeistername Killer Queen. Wo ist die Killer Queen und wo ist Susi Kentikyan? Ja gut, also ich bin natürlich im Ring, sag ich mal, brutal. Und außerhalb des Ringes bin ich ein ganz normales, einfaches Mädchen. Ne? Ein ganz ruhiger Mensch bin ich. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann sage ich auch nichts. So ein Mensch bin ich. Okay. Gibt es Dinge, die dich verrückt machen? Ja, es macht mich zum Beispiel verrückt, wenn ich irgendwas will und wenn man dann Nein sagt. Zum Beispiel, ich sag zu meinem Trainer, ich möchte jetzt Pratzen machen. Und er sagt, nee, du musst jetzt laufen. Das macht mich dann wütend, weil ich das nicht so gerne machen möchte. Und dann muss ich dann da durch. Du hast bis jetzt viel erlebt, bist ja auch jung, sehr erfolgreich. Wo siehst du dich selbst in 20 Jahren? Oh, in 20 Jahren. Also ich glaube, ich kann es nicht sagen, wo ich mich sehe, aber ich wäre glücklich, wenn ich so abtreten könnte als ein Champion und dass ich dann einfach ausgesorgt habe und dann zufrieden leben kann und dann irgendwann natürlich eine Familie gründe und ja, einfach lebe. Wenn du deine Ruhe haben willst? Dann gehe ich in mein Zimmer und mache die Tür zu. Mir ist peinlich. Also mir ist peinlich, wenn ich mich blamiere. Oder wenn ich zum Beispiel einen Kampf verlieren würde. Das wäre mir auch peinlich. Ich wollte immer schon einmal Nach Armenien reisen. Mal zurück nach Hause. Einmal einfach mal sehen, wie das dort ist. Wenn ich Hunger habe. Oh, dann bin ich ganz böse. Also schlecht gelaunt, auf jeden Fall. Also muss man vorsichtig sein. Ja, denke schon. Dein erstes Mal? Oh, mein erstes Mal im Boxring. Damals war ich 12 Jahre alt und war aufgeregt. Und da waren gemischte Gefühle. Zum Schluss, wie immer,
ein Gimmick für alle Zuschauer da draußen. Eine Autogrammkarte, schon unterschrieben, aber vielleicht kannst du es individueller machen, indem du noch eine kleine Zeile hinzufügst. Liebe Grüße. So. Ach, wie süß. Vielen Dank. Bitte schön. Das war's schon. Und jetzt geht's weiter wohin? Zum nächsten Termin. Ab zum nächsten Termin. Susi, ich danke dir vielmals, dass du Zeit hattest. Danke. Tschüss.